Hier oben ist dann im Prinzip, gibt es nochmal zwei große Räume oder zwei größere Räume und hier gibt es halt einen großen Raum. Da darf ich einmal kurz reingucken vielleicht. Man sieht unser Deutschkurs. Und da sieht man auch, wie man inzwischen mit Deutschkursen umgehen muss, weil sie eben dementsprechend nur mit wenigen Personen diese Kurse nur noch machen dürfen. Ne? Ja. So, jetzt schalte ich mal um. So. Zeigt auch schon ein bisschen die Problematik des Hauses, dass wir letztendlich hier natürlich, wie gesagt, sehr kleine Räume haben, weil es eben früher mal ein Wohnhaus war. Und uns gibt es seit 1984 als Bürgerhaus. Wir sind eines der letzten Bürgerhäuser, die dazugekommen sind. Ich bin seit 2005 hier, bin Pädagogin des Hauses gewesen und seit 2013 bin ich Geschäftsführerin des Hauses. Ja, das vielleicht zum Haus. Also wir Genau. machen das Typische, ne? Also Kurse haben wir sehr viele. Wir haben ein Stage-Mobil, das wir vermieten. Wir haben Kinderprogramm. Leider haben wir im Moment keine Pädagogin, weil das Geld nicht reichte. Unsere Pädagogin ist vor 1,5 Jahren gegangen. Das mache ich im Moment mit. Wie groß ist euer Team? Wir sind jetzt zurzeit nur noch 5 Hauptamtliche. Also das heißt ein Haustechniker, der eine volle Stelle hat, eine Verwaltungskraft mit 30 Stunden, zwei Reinigungskräfte mit jeweils 20 Stunden und ich mit einer vollen Stelle. Und dazu haben wir zwei Bundesfreiwillige, die sozusagen den Früh- und den Spätdienst abdecken. Haben zum Glück jetzt auch wieder zwei neue gefunden. Das ist gar nicht mehr so einfach, wie wahrscheinlich alle wissen. Und haben dann jetzt noch zwei, unter anderem der Koch und noch ein anderer Mitarbeiter, die eben in einem langfristigen 5-Jahres-Projekt gefördert werden, also Arbeitsförderungsmaßnahmen. Was für uns natürlich toll ist, gerade mit dem Koch, weil wir hatten vorher auf ehrenamtlicher Basis immer donnerstags einen Suppentag. Und er hat das jetzt ein bisschen ausgebaut, sodass man dienstags und donnerstags bei uns jetzt essen kann und auch Kaffee und Kuchen können wir jetzt eben täglich anbieten, was wir sonst auch nicht konnten, Cool. aufgrund der mangelnden Personalsituation. Wir haben im Chat noch eine Frage, und zwar in welcher Form erfolgt eine Zusammenarbeit mit den Flüchtlingsunterkünften? Sind die Bewohnerinnen ins normale Programm auch einbezogen oder sind es Also wir würden andere? gern mehr machen. Wir waren gerade Ja. dabei, bevor Corona uns total zurückgeworfen hat also unser eines Flüchtlingsheim, die sind beide ein bisschen weg. Also sind nicht direkt hier in Hemelingen, sondern mehr in Richtung Mahndorf-Ahrbergen. Das ist schon ein ganzes Stück auch für die hierher zu kommen. Zum Teil sind sie hier gelandet einfach aufgrund der Deutschkurse. Und natürlich sind, wenn wir Veranstaltungen machen, werden die auch immer eingeladen. Das ist sowieso klar. Und wir hätten eben gerne auch Projekte gemacht in diesem Jahr, aber das ist alles gestrichen. Also ich hoffe sehr, dass wir da auch im nächsten Jahr nochmal mehr Dinge auch gemeinsam machen können. Also ich bin in sehr guten Kontakt sozusagen mit den Betreuern vor Ort und auch mit der Leitung. Und die kriegen auch von mir jede Info natürlich zu Veranstaltungen, aber die kommen bei uns noch nicht wirklich an, außer vielleicht eben in den Deutschkursen. Und das möchte ich gerne ändern, aber das klappt im Moment aufgrund Nicht von so. Corona natürlich nicht. Ne? Was Was ein hättet ihr denn gerne großer gemacht? Oder was? Also, wir haben schon mal angefangen mit so einem Deutschcafé, wo im Prinzip dann auch die deutsche Sprache einfach mit Paten verbunden, vermittelt werden kann, wo wir gesagt haben, ist eine gute Möglichkeit, den Deutschunterricht, den Sie hier haben, dann auch im Haus weiterzuführen auf einer ganz anderen Basis mit Menschen aus dem Ortsteil. Wir machen Nachbarschaftsfeste und ähnliches, wo wir natürlich hoffen, dass sie auch dann kommen und mitmachen. Wir haben verschiedene große Events eigentlich im Jahr immer. Unter anderem wäre jetzt am 2. Oktober unser 8. Lichterfest gewesen, wo wir immer zwischen 800 und 1500 Besuchern haben. Das ist natürlich jetzt leider auch abgesagt. Aber wie gesagt, auch da sind wir noch dran zu schauen, welche Möglichkeiten das gibt. Ich habe eine junge Frau, eine Türkin, die bei uns mit türkischen Frauen arbeitet, ganz viel und natürlich auch mit Flüchtlingsfrauen.
Die hat jetzt allerdings auch im Februar ihr Projekt beendet, wird jetzt ein neues Projekt im nächsten Jahr starten, was dann auch bei uns durchgeführt wird. Da geht es eben um Workshop, um Empowerment, um Selbstbewusstsein der Frauen, das zu fördern ist, ihnen zu helfen im Weg der Berufsfindung und solchen ähnlichen Dingen. Das ist ein großes Projekt, das die Robert-Bosch-Stiftung finanziert hat und wo wir jetzt einen Folgeantrag gestellt haben und hoffen, dass der auch durchgeht. So in diese Richtung geht das. Man kann sich ja vorstellen, da ich im Moment hier alleine für alles zuständig bin, vom Veranstaltungsprogramm bis hin zu allen anderen Dingen, ist es im Moment halt so, dass wir tatsächlich ein Minimalprogramm fahren, um überhaupt erstmal wieder in Gang zu kommen. Wo wir sehr stark waren und was sehr schade ist, dass das so ein bisschen ausgebremst wurde, weil eben die Kulturbehörde uns das Geld eben nicht zur Verfügung stellen konnte, aufgrund der defizitären Lage des Hauses. Wir haben den Jugendkulturbereich, das ist Jugend, Kultur und Kunst, aufgemacht, also Tür als Türöffner in dem Begriff und haben da sehr, sehr schöne Projekte gemacht mit verschiedenen Künstlerinnen aus Bremen. Unter anderem ein KISS-Projekt, das jetzt schon das zweite Mal gelaufen ist. Das heißt Kunst im Scheinwerferlicht. Das ist mit allen drei Grundschulen, die wir hier vor Ort haben, ein großes Projekt mit Kindern, mit Integrationskindern, die tatsächlich dann auch über ein Jahr lang montags, mittwochs und donnerstags bei uns zum Mittagessen waren, dann kurz Freizeit hatten und von 3 bis 5 jeweils mit Künstlerinnen gearbeitet haben an einem Riesenprojekt. Und dieses Projekt ist dann sozusagen auch verfilmt worden nachher und in einer großen Show aufgeführt worden. Am Ende ist es ein Theater-Musik-Tanz-Projekt von 3 Grundschulen, die wir zusammengeführt haben. Was ein ganz, also einen sehr, sehr gute Auswirkung aufs Quartier einfach hat, weil wir letztendlich, die 3 Schulen liegen ein bisschen auseinander und wir es geschafft haben, dass die 3 Schulen miteinander arbeiten jetzt und das auch weiterführen möchten. Ja. Und das war so unser, fand ich, so unser herausragendes Leuchtturmprojekt für diesen gesamten Ortsteil. Und das ist schön und schade, dass wir das im Moment nicht weiterführen können, weil das mit so einem Aufwand verbunden ist, den ich nicht neben meiner normalen Arbeit leisten kann. Mm. Doch an den Zeiten. So, jetzt sind hier noch mehrere Fragen. Kommt doch gerne einfach sozusagen dazu, indem ihr euer Video einstellt und dann selber die Fragen stellt, dann muss ich die nicht vorlesen. Das war als erstes Aninka, genau. So, einfach dein Video anschalten und dann. Da. Genau. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Du hattest erzählt, dass so sehr viele türkische Leute bei euch im Umfeld sind. Und es ist ja dann oft das Thema, dass wenn auch kurdische Community mit dabei ist, dass es zu Konflikten kommt. Ich weiß irgendwie von einer Freundin, dass es das, ich weiß nicht, in welchem Bremer Stadtteil tatsächlich Thema war. Und ich wollte fragen, ob das bei euch so ist und ob das bei euch überhaupt so ist, brauche ich ja jetzt nicht so sagen. Das ist so. Das ist sogar leider ganz stark gewesen. Vor 2, 3 Jahren war es ganz schlimm. Da haben die also überhaupt nicht miteinander gesprochen. Da hatten wir in Win-Sitzungen die Situation, dass von allen 3 Communities, die wir hier haben, die Leiter da waren und die so in Streit geraten sind, dass wir die Sitzungen wirklich unterbrechen mussten. Dass Leute auch gegangen sind, weil sie einfach gesagt haben, das ist nicht machbar. Ich kann mit dem nicht reden. Danach gab es einen Konflikt. Gespräch und das hat sich zum Glück ein bisschen sortiert. Aber tatsächlich ist unsere anatolische Community nicht mehr so vertreten, leider in diesen ganzen Netzwerken, wie es vorher war. Das ist, finde ich, persönlich sehr schade, weil wir mit denen auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Die haben unter anderem bei uns auch so Flohmärkte im Saal gemacht und ähnliches. Das heißt, die haben euch dann als positioniert wahrgenommen und haben dann gesagt, dann gehen wir oder? Uns jetzt, also in Winn ist ja wohl eine Nachbarschaft und das ist so ein Geldgeber eigentlich für die Ortsteile. Da geht es halt tatsächlich um Verteilung von Geld und du musst diese Entscheidung immer in Konsens treffen. Und es wurden dann natürlich gegeneinander geschossen da und das fand ich ganz schlimm. Wir haben das Problem nicht. Also wir sind mit allen 3 Communities, die wir haben, gut vernetzt. Besonders natürlich dadurch, dass die Moschee direkt in der nächsten, also
Im Prinzip hinter dem Park ist die Moschee und mit denen arbeiten wir eng zusammen. Wir haben auch eine Freundschaft mit der arabischen Stadt Tamra in Israel, wo wir eigentlich im März hätten hinfliegen wollen, was dann kurzfristig natürlich abgesagt wurde. Schon seit über 30 Jahren gibt es diese Freundschaft und da ist zum Beispiel auch die Kuba-Moschee, unsere Gemeinde, immer mit dabei und laden auch immer ein, wenn die bei uns sind und zum Essen. Und das ist klappt eigentlich super. Also mit dem Vorsitzenden dort bin ich befreundet und das passt ganz gut. Und die machen auch viel bei uns im Haus. Unter anderem haben die hier Nachhilfe für Kinder. Die haben einen eigenen Verein und da sind aber deutsche und türkische Kinder natürlich dabei. Und das läuft sehr gut. Das ist auch eine der ersten Gruppen, die wir angefangen haben, weil die sowieso nur 5 Kinder hatten. Ja, oder haben. Ja. Herr Machor, direkt dazu. Sie hatten sich gemeldet. Gerne. Nee, nicht direkt dazu. Ich hätte nachher. Ja. Deswegen, ich dachte, man muss mich melden. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das in tatsächlich doch in Reihenfolge. Und das ist Olaf Löschke, hat nämlich was zu Ehrenamtlichen im Chat geschrieben. Also erst Herr Löschke, ja? Nee, der ist noch nicht da. Nee, dann erst Sie. Doch, da. Okay. Da bin ich, aber... Doch, da ist er. Sie können auch gerne, wenn Sie möchten. Sie sind Herr Löschke. Okay, danke. Genau, das sind eigentlich 2 Fragen. Also die erste Frage ist, wie Sie vorgehen, Ehrenamtliche zu gewinnen. Und die zweite wäre auch insgesamt nochmal vielleicht, dass Sie nochmal kurz kommentieren können, wie die Sozialstruktur im Sozialraum insgesamt aufgestellt ist. Ja, also die Sozialstruktur in Hemlingen, kann man schon mal sagen, ist so, dass wir einen hohen Arbeitslosenanteil haben. Wir haben einen hohen Anteil von Kindern, die mit der blauen Karte arbeiten, also über Bildung und Teilhabe bei uns Kurse und Ferienprogramme besuchen. Der Anteil der, wie gesagt, der türkischen Bevölkerung liegt bei über 60% direkt im Umfeld. Und das spüren wir natürlich auch, weil tatsächlich so das Bildungsbürgertum, sage ich mal, was natürlich eher unsere Veranstaltungen besucht, kommt dann eher aus dem weiteren Umfeld. Also eher Richtung Mahndorf, Ahrbergen. Das ist eine sehr ländliche, ist im Prinzip der letzte Gürtel vor Niedersachsen. Und das sind Einfamilienhäuser, typische Struktur eigentlich von einem kleinen Dorf. Und die haben halt auch das Bürgerhaus in Mahndorf selber, aber trotzdem haben wir von dort auch immer wieder Besucher, die uns auch besuchen. Und wir haben viele einkommensschwache Familien, also die schon arbeiten, aber dann in Sektoren arbeiten, wo sie wirklich nicht auskömmlich verdienen. Und im Prinzip deswegen auch unsere gesamte Struktur, auch unser Preise natürlich dem angepasst ist. Also wir verdienen mit unserem Kaffee kein Geld, um das mal so zu sagen. Nicht wirklich ein bisschen, aber nicht viel. Also wir versuchen das auch alles immer sozial angepasst abzustufen und zu schauen, dass wir dort auch über Solidaritätsbeiträge, wir haben einen Förderverein, in dem auch die Ehrenamtlichen tätig sind, da kann ich direkt so übergehen. Im Förderverein sind knapp 52 Mitglieder zurzeit, die auch aber sehr finanzkräftig zum Teil zum Glück sind und uns immer wieder unterstützen, auch in Einnahmesituationen, wo wir eigene Anteile von Geldern zum Beispiel für Förderprogramme brauchen, die dann über den Förderverein generieren kann und so im Prinzip dann mehr Geld bekomme, weil ich zumindest diesen einen Anteil leisten kann, was ich nicht könnte über unsere Einnahmen. Und in diesem ehrenamtlichen Konsens oder Kontext ist es so, dass wir gerade dabei sind, ein neues Ehrenamtskonzept zu schreiben. Ich bin gerade dabei, neue Felder. Wir haben so einen kleinen Ausschuss gegründet vom Vorstand. Also unser Vorstand ist natürlich komplett ehrenamtlich. Wir sind ja ein Verein und die sind sehr engagiert. Ich glaube, ich habe bestimmt den engagiertesten in ganz Bremen, weil ich kenne kein anderes Bürgerhaus, wo die sich so einmischen. Aber positiv gesehen. Und auch immer dabei sind bei allen großen Veranstaltungen und eben Bier verkaufen. Und also wir haben sozusagen eine Struktur von ungefähr 25 Menschen, die sich immer wieder ansprechen lassen, bestimmt für unsere Arbeit. Wir haben einen aus dem Vorstand, der war bei Mercedes und ist in Rente gegangen. Der arbeitet tatsächlich auch jeden Dienstag hier. Also der ist jeden Dienstag ehrenamtlich hier. Der hilft und unterstützt unsere Haustechnik.
Und wir, wie gesagt, sind gerade dabei, ein Ehrenamtskonzept zu schreiben, weil wir im Februar eigentlich eine Ehrenamtsbörse wieder haben, einen Freiwilligentag, den machen wir auch schon seit 3 Jahren. Und wir festgestellt haben, über diesen Tag kriegen wir niemanden, weil wir zu wenig strukturierte Felder anbieten können. Und da bin ich gerade dabei, das zu beschreiben, mit dieser Gruppe zu erarbeiten, was denn wirklich ehrenamtliche Felder sind, in denen die auch vernünftig eingesetzt werden können und auch das Gefühl haben, sie werden wirklich gebraucht und sind nicht hier irgendwie ja, einfach da, weil sie da sind. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich durch die gute Ausstattung zurzeit mit dem Langzeitarbeitslosen eigentlich im Haus selber gut abgedeckt sind. So. Und da, wo ich eben Hilfe brauche, wäre zum Beispiel ein Beispiel ist, ich habe keinen Newsletter, weil ich einfach dazu gar nicht komme. Ne? Also ich würde gern so ein bisschen Instagram, solche Sachen, auch junge Leute gewinnen, die mal einen Blog schreiben für uns und solche Sachen, da sind wir gerade dran, weil alles kann ich auch nicht machen. Mach schon das ganze Marketing selber, fotografiere, mache Tour, mach die Flyer selber. Also von daher bin ich froh, wenn ich da ein bisschen Hilfe bekomme. Aber es ist schwer. Danke. Gerne. Mascha Steiner, Brunhäuser, du hattest auch sozusagen quasi anschließend daran eine Frage nach, wer das genau alles stemmt. Genau, also das ein bisschen ist es natürlich schon beantwortet, aber ich bin tatsächlich fasziniert von die Kurse, die Sie angesprochen hatten und die Feste, also wie viele Menschen Sie auch erreichen mit so wenig Mitarbeitenden und auch inhaltlicher Mitarbeitenden. Also ich nehme jetzt mal die Reinigungs- und Verwaltungskraft jetzt nicht mit rein. So, und deswegen meine Frage, ob Sie auch viele Honorarkräfte haben oder wie das möglich ist. Also bei der Gruppenstruktur ist das so, dass wir ja tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren viele Gruppenleiter haben. Wir haben einen Künstler, der für uns arbeitet, der Herr Koroscher, der ist selber Maler und macht zum Beispiel alle Malkurse. Der hat ein Atelier, das ist in einem der Nebengebäude, ein riesengroßes mit 100 Quadratmetern. Und dort finden viele Kurse statt und der macht aber eben unter anderem Tango-Tanzen bei uns. Der macht Atelier Spezial als eine Reihe, die wir beide zusammen entwickelt haben, die im Atelier selber mit knapp 40 Besuchern immer stattfinden kann, wo er eben Kleinkünstler hat, die dann auftreten und der ist total engagiert. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich also arm dran, muss ich ganz klar sagen. Das ist einer der wichtigsten Stützen in diesem Bereich. Ansonsten ist der gesamte Inhalt momentan in meiner Hand, inklusive des Kinderbereiches. Man kann sich also vorstellen, in welchem Überstundenvolumen ich bin. Also das ist so. Wir sind alle, die wir hier sind, total engagiert fürs Haus und die Verwaltungskraft genauso wie die Reinigungskräfte, die übrigens auch bei Veranstaltungen mithelfen, die am Wochenende Veranstaltungen betreuen. Ohne dem würde das bei uns gar nicht funktionieren. Und man muss sagen, wir haben in unserem besten Jahr, das war vor 2 Jahren, 75.000 Besucher gehabt. In einem Jahr. Jetzt sind es zurzeit natürlich wesentlich weniger. Im letzten Jahr haben wir schon gemerkt, dass der Kinderbereich weggebrochen ist. Da waren es dann eben noch 58.000. Aber es ist immer noch eine Menge. Wir haben eine Kursstruktur, die geht von Yoga über Reiki bis hin zu Chor, Bauchtanz. Wir haben, wie gesagt, ungefähr 15 Deutschkurse im Haus. Das ist natürlich enorm, die alle aufzufangen und einzusortieren. Wir haben im Kinderbereich Nachhilfegruppen, 5 Stück. Wir haben letztendlich ganz, ganz viele sehr engagierte Gruppenleiter. Wir haben Yoga 50 plus, also für die Senioren. Wir haben Seniorencafé. Also alles, was man in so einem Haus eben machen kann, würde nicht funktionieren, wenn ich das alles machen müsste. Das sind alles Mitarbeiter, die teilweise schon seit 20 Jahren im Haus ehrenamtlich tätig sind oder eben hier ihr Geld verdienen, wie wir haben zum Beispiel einen Englischlehrer, der auch schon seit 20 Jahren hier, ne, und macht seine Kurse. Und da haben wir zum Glück keine große Arbeit mit, weil die machen ja ihre Sachen alle alleine. Und das macht ihr über Raumvermietung? Ja, und das dann wieder, ja. Okay. Also Raum, wobei der Künstler, der Englischlehrer und die Yogalehrerin sind sozusagen unsere Mitarbeiter als Honorarkräfte. Das sind aber die einzigen, die wir, das haben wir mal irgendwann umgestellt vor ein paar Jahren, alle anderen mieten die Räume tatsächlich. Oder die IEV, also der Erziehungsverein, der kriegt die Räume umsonst, weil wir das als wichtige Aufgabe empfinden,
Kindern die Möglichkeit zu bieten, Nachhilfe zu bekommen und dafür kein Geld bezahlen zu müssen. Und die Kurse selber werden von wohnenden Nachbarschaften finanziert. Das haben wir auch viele Kurse, die über wohnenden Nachbarschaften sozusagen finanziert werden, wo ein Träger da ist, der bei uns dann nur die Räume bekommt, aber das dann in Kooperation umsonst bekommt. Also wo wir den Raum zur Verfügung stellen als Kooperationspartner. Mhm. Das ist für uns ja auch eine Win-Win-Situation. Mhm. Und wir haben noch, habe ich gerade eben gar nicht gesagt, unten, da komme ich so auch nicht rein, haben wir einen fest vermieteten Raum, wir haben einen Kinderhort von 0 bis 3 im Haus. Das ist neben der Küche gewesen, da komme ich nicht rein, habe ich keinen Schlüssel für. Also ich bin beeindruckt von dieser Vielfältigkeit und trotzdem habe ich ja das Gefühl, dass Sie halt als die Festen so unglaublich viel stemmen, auch wenn es ganz viele Zusammenarbeit gibt. Das muss ja auch organisiert werden. Genau, also Hut ab. Dankeschön. Aber wir sind auch ein bisschen stolz drauf, weil wir wirklich alle sehr engagiert sind und nach wie vor, obwohl ich jetzt schon über 15 Jahre im Haus bin, macht es mir immer noch jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu kommen. Und das ist ja unser Vorteil. Wir arbeiten ja sehr selbstständig und ich habe zum Beispiel eine Puzzlegruppe. Wir haben ein 32.000 Teile-Puzzle jetzt zu Ende gepuzzelt, was aufgehängt wird im Saal. Das ist mein Hobby, Puzzeln. Also wenn man natürlich sein Hobby zum Beruf machen kann, ist das ja sehr erfreulich auch. Also so kann ich mir natürlich immer kleine Nischen schaffen, in denen ich auch wieder Kraft schöpfe und sagen kann, das sind so Sachen, die mir Spaß machen. Oder natürlich auch das Veranstaltungsprogramm, das macht mir total Spaß. Ich habe gerne Kontakt mit den Künstlern und war da auch ganz unglücklich, dass über Corona jetzt so wenig Kontakt da war. Wobei wir viel telefoniert haben und jetzt auch viele Künstler wirklich anfragen, wieder für kleinere Konzerte und auch nur gut Konzerte geben wollen, um überhaupt wieder aufzutreten, gar nicht um Geld zu verdienen. Und das finde ich schon ganz schön. Dankeschön. Gerne. Cool. Ja, Miriam aus Berlin-Köpenick schreibt hier um Multifunktionalität nicht nur von den Räumen, sondern auch von den Menschen und der Show. Ja, so ist das. So ist das. Jetzt Herr Makura. Ja, Frau Ehlers, erstmal finde ich, Sie haben ein Haus mit viel Charme. Ja, danke. Das kam bei den Bildern rüber. Und ich finde es erstaunlich, das hatte auch schon die Frau Steiner-Brunnhäuser gesagt, dass Sie mit wenig Personal trotzdem von einer guten Ausstattung reden. Das haben Sie nämlich zwischendurch mal gesagt. Sie stapeln da ganz tief. Also ich finde, das ist bemerkenswert. Was mir aufgefallen ist, ich habe parallel mal auf die Internetseite geguckt, Sie haben wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Kursangebot, sehr viele Sachen dort drin. Da hätte ich jetzt in dem Zusammenhang eine Frage und eine andere. Einmal bei den Kursen, sind die dann auch im Grunde genommen kostenfrei oder kostengünstig für die Leute, die den nutzen? Und das Zweite als Frage, bieten Sie im Bürgerhaus auch sowas an, wie Themen wie so eine allgemeine Sozialberatung, Verweisberatung, Mieterberatung, sowas in der Art? Also wir haben aufgrund von Corona momentan kaum Beratungen, aber wir haben mit dem Mütterzentrum in der Pfarr eine Kooperation für Beratung für Frauen, die in den Beruf zurück wollen. Die können dort anrufen und die treffen sich dann hier bei uns im Café. Und wir haben im Bereich Arbeitslosenfrühstück hatten wir früher, das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben aber natürlich alle Telefonnummern von allen Beratungsnetzwerken, die es hier im Ort gibt. Wir haben hier ein sogenanntes Sozialkaufhaus, was jetzt demnächst eröffnet wird im nächsten Jahr. Dort wird es auch zwei große Beratungsinstitutionen geben, mit denen wir natürlich eng zusammenarbeiten. Im Haus hoffe ich, dass jetzt, wenn nächstes Jahr das alles mal vielleicht ein bisschen wieder abebbt, wieder mehr passiert. Wir haben sonst auch sehr viel Beratung für Senioren, angefangen von richtig vererben bis Patientenverfügung, das Übliche, was man so macht. Also der Seniorenbereich liegt gerade total brach. Dafür bin ich normalerweise auch zuständig. Den habe ich tatsächlich jetzt mal zurückgefahren und gesagt, das machen wir erst wieder, wenn wir wirklich wissen, dass die Leute zu uns kommen können. Vorher wird das nichts werden. Mhm. Ja, und bei den Gruppen ist es so tatsächlich, die Kurse, also bis auf diese drei Kurse, die zu uns gehören, ist es so, dass die Kurse selber auch teilweise von Ehrenamtlichen geleitet werden, die damit nicht viel Geld verdienen wollen, sondern die einfach letztendlich, also zum Beispiel unsere Bauchtanzgruppe, die bezahlen pro Monat 5 Euro an die Leitung und davon kriegen wir ein bisschen Miete. Die kriegen immer die halbe Miete, die Gruppen, im Gegensatz zu, wenn wir die vermieten für Feste oder Feiern. Und insofern ist das alles sehr kostengünstig.
Vielen Dank. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Sie haben gesprochen über eine Zusammenarbeit mit einer Gemeinde in palästinensischen Gemeinde in Israel. Also ich will gerne mehr wissen darüber und in welchem Zusammenhang ist diese Partnerschaft und wie könntet ihr das realisieren? Also die Partnerschaft mit der Gemeinde Tamra in Israel ist haben wir mal übernommen. Es ist 1983, gab es hier noch einen Bremer Jugendring und der hat im Prinzip einen Jugendaustausch mit einer arabischen Gemeinde begonnen in Tamra. Gerade auch im Zusammenhang, die Stadt Bremen hat als Partnerstadt Haifa und Tamra liegt ungefähr 60 Kilometer von Haifa entfernt. Und so hat sich das damals mal ergeben, dass man gesagt hat, zu dem jüdischen Bereich wollen wir auch gerne den arabischen Bereich mit dazu nehmen. Dann hat der Bremer Jugendring sich aufgelöst und dann blieb diese Partnerschaft in der Luft. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, also man muss dazu sagen, unsere Gründungsmitglieder sind alle SPD-Mitglieder gewesen. Also die SPD, gerade mit Frau Fröhlich, die unsere Ehrenvorsitzende ist, die 25 Jahre auch dem Verein Vorstand, hat sich dann damals sehr stark dafür eingesetzt. Die hat bei der Stadt Bremen gearbeitet und hatte dieses Themenfeld irgendwie zu bearbeiten und hat sich dann dafür eingesetzt, dass das ins Bürgerhaus geholt wird und wir von Bürgerhaus Hemling aus diese Freundschaft weiter fördern. Man kann das auf unserer Homepage sehr gut sehen. Da gibt es einen Bereich, der heißt Tamra. Da können Sie gerne mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ist ein ganz toller, ganz, ganz toller Austausch. Also ich habe diese Menschen alle total lieb, muss ich ehrlich sagen. Ich bin begeistert über die Freundschaft, die uns da immer wieder entgegenschlägt und wie schön diese Veranstaltungen auch laufen. Und ich bin total traurig, dass wir im März nicht fliegen konnten. Und die sind auch super traurig, dass wir nicht fliegen konnten, weil die letzten drei Austauschversuche, die wir nach Israel machen wollten, sind alle drei ausgefallen aus verschiedensten Gründen. Das eine Mal war ich schwer erkrankt und konnte nicht. Und wir haben sozusagen jetzt seit 2 Jahren keinen Austausch vor Ort gehabt, auch hier nicht. Insofern hoffe ich sehr, dass wir eventuell, gut, nächstes Jahr glaube ich nicht, so wie es in Israel zurzeit aussieht, werden wir auch im nächsten Jahr nicht fliegen können. Aber ich hoffe, dass vielleicht eine Gruppe aus Israel zu uns kommen kann. Das müssen wir dann mal schauen, ob das nächstes Jahr im Sommer, die kommen immer im Sommer und wir fahren immer über Ostern. Also in den Osterferien sind immer ungefähr 10 bis 14, 16 Personen, die wir aus Deutschland mitnehmen. Und das läuft unter dem Motto, mein Haus ist dein Haus. Das heißt, unterschiedlich zu anderen Austauschen ist es so, dass wir wirklich in den Familien leben. Und die jetzt mitfliegen, sozusagen im Nachgang immer die Familie aus Israel aufnehmen. So dass man einen sehr schönen freundschaftlichen Kontakt hat. Und es gibt Freundschaften, die tatsächlich schon seit 20 Jahren immer auch zu privaten Besuchen führen. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte und dient natürlich auch dem Frieden. Wir haben jetzt vor 5 Jahren das erste Mal wieder einen Jugendaustausch initiiert. Also da haben wir jetzt 3 Austausche schon mal geschafft und da wurden wir von Connect eben auch finanziert und ich hoffe auch, wenn wir eine Pädagogin oder einen Pädagogen wieder einstellen, dass wir das wieder aufnehmen können und vor allen Dingen dieser Jugendaustausch, glaube ich, ist noch wichtiger als der mit den Erwachsenen, weil das natürlich wirklich zur Völkerverständigung und zum Frieden beiträgt und auch zum Verstehen der anderen Kultur. Also ich habe vorher tatsächlich auch so meine Vorbehalte gehabt und bin sehr, sehr froh, dass die über diesen Austausch tatsächlich sehr, sehr ausgeräumt werden konnten. Also eine wunderbare Geschichte. Es gibt in Israel auch ganz viele Nachbarschaftshäuser und auch ein gutes Netzwerk und einen Verband. Also wenn sozusagen da auch neuer Austausch entstehen soll oder man an anderen Orten nochmal, also entweder ihr oder auch hier, Durat, wenn du fragst, wie man das angeht. Da gibt es grundsätzlich gute, sozusagen auf so einer institutionellen Ebene gute Kontakte. Die Elli ist da, sozusagen mein Pendant. Und die ist für sowas auch immer ansprechbar und vermittelt gerne, ja. Ja, weil wir machen auch ja tatsächlich, und die machen auch viel Versöhnungsarbeit in den Nachbarschaftshäusern. Ich war vor 2 Jahren, 3 Jahren mal da. Das war wahnsinnig spannend, auch gerade was da sozusagen
das Palästinenser-Israel-Thema angeht und wie sich das da wiederfindet in der Alltagsarbeit. Da würde ich noch mal gerne auf dich zukommen, weil ja, auf jeden Fall gerne. Wir haben ja immer vor Ort Besuche und da kann man ja auch mal schauen, dass man da mal die Institution besucht. Ja, und das Irre ist halt dann auch zu sehen, dass die irgendwie dieselbe Arbeit in anders machen. So. Also. Mal gut. Soweit? Danke, Noah, danke. Aber nur eine Sache, kennt man sowas, so eine Zusammenarbeit in anderen Ländern, zum Beispiel jetzt, wir haben sehr viele Syrer oder Iraker. Und es kommt auch dieser Wiederaufbau Irak oder Syrien. Kennt man auch sowas, anfangen sowas aufzubauen oder Kontakte zu machen? Und das wird für uns schwierig, weil, wie gesagt, ich bin alleine und ich bin schon froh, wenn ich den einen Austausch hinkriege. Aber durchaus für andere Bürgerhäuser wäre das vielleicht auch interessant. Kann ich zumindest mal in die Bürgerhausleitertagung mal mit einbringen, ob das nicht auch nochmal sowas wäre, was man mal angehen kann. Natürlich enorm spannend, mal Syrien und Irak auch zu denken. Da, ja, vielleicht also, die Frage ist an dich, Barbara. An ja, auch. Ja, also da gibt es sozusagen keine... Also es gibt ja das Europa- und weltweite Netzwerk der Nachbarschaftshäuser, die International Federation of Settlements, der IFS. Die haben keine Kontakte nach Syrien und den Irak. Und wahrscheinlich müsste man über andere Netzwerke gehen und da was aufbauen. Ich meine, so Deutschland, Syrien und Deutschland, Irak gibt es ja schon auch viel, auch auf der Wissenschafts- und in der Unternehmerebene so. Ja, klar. Und also wir mit über Renate Wilkening und andere sind wir ja in diesen internationalen Zusammenhängen schon auch gut vernetzt und unterwegs und sagen auch immer wieder, wie wichtig gerade diese internationale Begegnung ist und wie lehrreich und auch sozusagen einfach spannend für alle Seiten das ist. Und da auch nochmal neue Länder aufzuschließen oder da Kontakte aufzubauen. Wobei mir das sogar in Europa so geht. Also ich fände auch ja, spannend. Genau, ja. Also ist die Frage, wie hoch man die Anstrengung hat, alles. Ja. Aber irgendwo ist die Arbeitszeit dann doch begrenzt. Und wir haben schon aber auch jetzt gedacht, ob man nicht auch tatsächlich das mal online hinkriegt als ersten Schritt, ja. Dass man nicht immer reisen muss, sondern so Partnerschaften vielleicht einfach mal aufbaut in andere Häuser, Nachbarschaftshäuser im europäischen oder weltweiten Ausland und sich da trifft. Ja, auch spannend. Ja, so eine Idee. Hille hat noch eine Frage zu Religion und Weltanschauung und wie er damit umgeht, vor Ort im Haus. Willst du die nochmal selber stellen, Hille? Nein. Hallo? Hille? So, jetzt. Da bist du, jetzt hören wir dich. Wenn du das Video noch einschaltest, wirst du auch gesehen. Ja, jetzt. Sorry. So, ja, jetzt. Jetzt, na? Nein. Wo ist es denn jetzt? Ja? Na? Dann musst du doch. Funktioniert gerade nicht hier. Egal, wir hören dich, das ist das Wichtige. Ja, okay, sorry. Irgendwie spinnt er hier gerade. Oder ich drücke auf den falschen Punkt. Also total spannend, was du beschreibst. Für mich wäre nochmal so eine Frage, welche Rolle meinst du spielt, dass die Leute unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen haben, beziehungsweise positiv gewendet, was meinst du, was braucht es, damit trotzdem gutes Miteinander dann auch entstehen kann und welche Rolle spielen dann manchmal auch die unterschiedlichen Organisationen, zu denen die gehören? Also ist es gut, den Kontakt mit denen zu halten oder vielleicht auch nicht? Also wenn die zu unterschiedlichen Moscheen gehören, also wie ist eure Haltung dazu? Und ich weiß auch nicht, ob ihr zum Beispiel jüdische Menschen habt, also jüdisches Leben ist ja oft sehr unsichtbar, ob das bei euch auch ein Thema ist. Nee, tatsächlich, wir haben im Rahmen dieser Tamra-Austauschbesuche immer die jüdische Gemeinde auch hier vor Ort, also die dann auch in dieser Woche oder in den 2 Wochen, wo die hier sind, auch immer einen Abend gestalten. Und das ist manchmal sehr schwierig, aber es funktioniert. Also dadurch, dass wir inzwischen auch zu den Netzwerken, also ich mit den Netzwerkmenschen und mit den Vorsitzenden guten Kontakt habe
und wir da echt was auf die Beine gestellt haben. Wir haben hier in Bremen ja sehr, sehr viele Ausstellungsmöglichkeiten gehabt. Wir hatten unter anderem auch eine Ausstellung zur Nakba. Und da haben zum Beispiel die jüdischen Gemeinden gegen protestiert. Das war schon sehr, sehr heftig, während wir dann dort eben versucht haben, wirklich auch nochmal deutlich zu machen, dass wir diese palästinensische Sichtweise ganz wichtig finden. Und wir positionieren uns auch natürlich sehr für Tamra und für das, was die für uns, also wenn sie hier sind, haben wir ja alle, sind wir bei allen Politikern, bei allen Parteien, wir sind bei den Bürgermeistern in Bremerhaven und in Bremen und lassen sie auch ihr Anliegen vorbringen, logischerweise. Wir sind immer in Berlin für 2 Tage, lass uns da einladen von irgendeiner Partei, die dann auch, wo auch dort ganz wichtig ist, dass sie ihre Themen anbringen können, nämlich die Benachteiligung, die sie eben erfahren vor Ort. Wir selber sind natürlich als Bürgerhaus religionsfrei und parteienlos und versuchen uns einfach nur als Vermittler in all diesen Organisationsstrukturen, egal ob es jetzt Tamra ist, ob es die katholische Kirche ist, die evangelische Kirche, mit der wir genauso, also wir haben wirklich alles um uns rum. Ja, wir sind hier im Kern, tatsächlich eine Straße weiter ist die evangelische Gemeinde, die gerade neu gebaut hat, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten. Und also das muss man sagen, in Hemlingen haben wir den Vorteil, dass wir ein riesen Netzwerk haben, von Sozialpädagogen, von Sozialarbeitern logischerweise, weil eben hier auch so viel vor Ort brennt, aber dass die sich alle bei uns auch treffen und wir mit dem AK Jugend, AK Kinder, AK Senioren, wo ich überall drin bin, natürlich dann auch dementsprechend gut vernetzt bin und wir immer versuchen, auf Bedarfe auch sehr, sehr schnell einzugehen. Und ich glaube, dass wir den Vorteil haben, auch wenn es ein schwieriger Stadtteil ist, dass wir hier eine sehr, sehr gute soziale Vernetzung haben mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die vor Ort arbeiten. Und das, muss ich sagen, hatte ich schon als Pädagogin den Eindruck, als ich hier angefangen habe, dass das hier eben ein großer, großer Vorteil dieses Standortes ist, dass wir so, so gut zusammenarbeiten und sehr viel auch hier im Haus zusammen Netzwerke gemacht werden, Veranstaltungen generiert werden, gerade in diesem Bereich der Konflikte. Und wir haben unter anderem Täter-Opfer-Ausgleich viele Jahre hier im Haus gehabt. Die sind inzwischen woanders aus anderen Gründen. Aber das funktioniert hier im Ortsteil ziemlich gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir selber sind religionsfrei und versuchen uns auch, also ich selber persönlich auch, dass ich einfach sage, für mich ist jeder Mensch ein Mensch. Und unser Leitbild ist so, dass jeder Mensch erstmal wertvoll ist und wir schauen, dass dieser Mensch bei uns sich wohlfühlt. Das ist mein persönliches Leitbild fürs Haus. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja, nee, ich denke, das ist ja auch eine professionelle Haltung. Ich denke, das könnte man ja auch als Christin so formulieren, dass man deshalb, wenn man genau. selber eine Meinung hat, trotzdem auch genau. mit Menschen jeder gleich ist. Ja. Nee, aber was mich nochmal interessiert ist, ob du sagst, die Zusammenarbeit mit den Organisationen, also mit den verschiedenen Moscheen ist wichtig, oder würdest du sagen, gerade eher gar nicht und nur individuell mit den Leuten und sie... Nee, für uns ist schon die Moschee hier der Ansprechpartner Nummer 1, weil nur über die Moschee läuft auch der Kontakt zu den Menschen. Das ist so. So, und wir haben hier vor Ort eine Moschee im Prinzip in Hemlingen, ansonsten die nächsten sind erst in der Innenstadt. Also insofern, die kenne ich jetzt dadurch, dass wir immer, wenn die Tamraner zu Besuch sind, eine andere Moschee besuchen. Insofern kenne ich sie inzwischen alle. Und habe auch guten Kontakt noch nach Gröbelingen zur Moschee. Aber hier vor Ort ist tatsächlich unser Ansprechpartner, wenn es um diese Gemeinschaft der türkischen Mitbewohner geht, der islamistischen Mitbewohner, dann ist tatsächlich die Moschee erstmal der erste Ansprechpartner, wenn wir da versuchen wollen, irgendwie reinzukommen. Natürlich haben wir auch Kontakte über die Menschen, die hier bei uns Deutschkurse machen. Das ist aber dann eine ganz andere Ebene einfach, ne? Aber so politisch oder auch die Netzwerkarbeit läuft über die Moschee, ganz klar. Oder auch über den Anatolischen Bildungsverein oder eben über unser Ein Haus für unsere Freundschaft, das ist ein Jugendhaus, was auch von einem türkischen Mitarbeiter geführt wird. Das sind so die ersten Ansprechpartner, wenn es um Netzwerkarbeit und Organisationen geht. Mhm. Und die Menschen selber, sag ich mal, die kommen als Menschen her. Die sind jetzt nicht unbedingt so, dass sie hier politische Dinge machen wollen oder irgendwas vorhaben. Wir haben unter anderem auch eine, was ist unsere Gruppe? Die sind, nicht Bulgaren, was sind unsere, Jürgen? Die Gruppe, die am Samstag immer da ist. Boah. Ach, Kroaten haben wir auch noch. Genau, eine kroatische Gruppe die im Haus, mit denen wir auch einen tollen Kontakt haben, die auch bei unseren, die auftreten bei unseren Festen, weil die machen hier Musik.
zum Beispiel im Haus und tanzen mit den Kindern. Also insofern sind wir offen dafür alle. Ja. Naja, aber es gibt ja gerade bei den muslimischen Organisationen schon sehr unterschiedliche Richtungen auch, genauso wie bei uns. Ja. Sehr fundamental. Also man kann, also die Kuba-Moschee wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Ne? Das ist so. Aber gut, wir versuchen eben gut zusammenzuarbeiten, so gut das eben in unserem Rahmen geht. Wir werden gleich hier rausgerissen werden, wieder mitten im Satz, hoffentlich dann diesmal nicht. Die anderen Gruppen, habe ich gerade gehört, sind mit ihren Projektbesuchen auch schon durch. Ganz vielen Dank für die tollen Einblicke in deine Arbeit, in eure Arbeit, in das Haus. Ich hätte euch gerne noch einen Film gezeigt, aber das geht leider nicht mehr. Dann nicht. Ich nehme den aber gerne mit in die Dokumentation rein, wenn du ihn mir schickst. Das ist von unserem KISS-Projekt 5 Minuten, ja. Das ist sehr schön. Ja, perfekt. Also gerne. Ja. Gut. Dann so können alle sich den nochmal angucken. Ich wünsche euch was. Ja, dir auch. Ciao. Du siehst im Chat viel Kraft und Durchhalten durch die Corona-Zeit, damit im nächsten Jahr das wieder alles besser wird. Kann und besser wird. Genau. Ja. Danke.